Ja, also unsere erste Frage wäre so, inwiefern dir der Sport geholfen hat? Nach meinem Unfall? Ja, genau. Also ich war schon immer sportlich aktiv, das heißt, ich wusste, ich wollte wieder Sport machen. Im Krankenhaus selber war das eigentlich so mein Highlight des Tages, so die Sporttherapie. Es passiert dann auch nicht mehr viel, man hat vielleicht noch Physiotherapie und dann sitzt man eigentlich den Rest des Tages rum. Deswegen habe ich eigentlich schon immer auf die Sporttherapie gewartet. Ich habe dann einige Sachen ausprobiert, angefangen mit Rollstuhltennis, bin dann zum Rollstuhlbasketball und bin dann ja letztendlich am Rollstuhlbasketball hängen geblieben. Also den Kontakt zu anderen, die das Gleiche ungefähr durchgemacht haben. Rollstuhlbasketball ist eine sehr inklusive Sportart, das heißt, es spielen Behinderte und Nichtbehinderte zusammen. Und du bist dann ja auch Kanu gefahren. Wie bist du dann vom Basketball zu Kanu gekommen? Hatte auch meine Rollstuhlbasketballkarriere, zumindest meine internationale, beendet und wollte eigentlich mehr Zeit mit meinem Partner verbringen, sodass wir mehr Zeit für unser gemeinsames Hobby haben, viel Kajakfahren gehen, viel tauchen gehen. Und das kam eigentlich durch einen Zufall. Ich wollte so einen Blog machen, hatte auch was mit meinem Beruf zu tun, dass ich gerade für meine Patienten, die auch irgendwie gerade eine Behinderung erworben haben, einen Blog mache, in dem ich verschiedene Sportarten vorstelle, die ich selber auch nicht kann, einfach um zu zeigen, dass man es einfach machen soll. Ja, aber ist ja cool so. Also würdest du auch Jugendlichen auf jeden Fall, so die dann in derselben Situation sind, vielleicht auch einen Unfall hatten, würdest du denen auf jeden Fall dann empfehlen, so Kontakt und Unterstützung auch durch den Sport zu suchen? Genau, weil es wirklich das Einfachste ist. Ne? Man muss irgendwie wieder was finden, was einen packt, was einen begeistert, was einem Spaß macht. Und wie weit das dann geht, ist ja erstmal komplett irrelevant. Und wie sah so dein Training aus, so vor der Schwangerschaft vor allem? Also wie oft? Also ich habe das große Glück, dass mein Arbeitgeber mich sehr unterstützt. Ich werde für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen freigestellt. Das heißt, ich konnte vormittags immer mein Krafttraining, mein Physio, Sportphysio, mein Stabi-Training machen oder auf den Ergometer gehen und dann bin ich zur Arbeit gegangen und danach das Wassertraining. Wie kommst du im Alltag zurecht? Also hast du jetzt immer noch Probleme oder wie war der Einstieg so? Also ich war ja damals 16, das heißt, ganz viele Sachen haben sich so entwickelt oder konnte ich mir sehr viel Zeit lassen, dass sich das alles irgendwie organisieren lässt. Das heißt, ich war zuerst in der Schule, danach habe ich meinen Führerschein gemacht, schon mit einem Handgerät. Dann konnte ich mir meine erste Wohnung suchen an der Uni und so hat sich das ja alles entwickelt. Also so in meinem Alltag habe ich keine Probleme, weil mein Alltag natürlich auch darauf ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo neu hin möchte, muss ich immer so ein bisschen gucken, sind da Stufen oder nicht. Also jetzt Treppen sind eigentlich so das einzige Problem. Und man sagt ja immer so, es ist leichter, Hilfe anzubieten, als sie anzunehmen. War das bei dir am Anfang auch so, dass du Schwierigkeiten hattest, so Hilfe anzunehmen von anderen? Nö, eigentlich nicht. Also ich finde es auch immer noch anstrengend, wenn das nicht akzeptiert wird, was man dann sagt. Also es gibt schon Leute, die auch Nein nicht gut akzeptieren können. Sonst bin ich immer sehr dankbar für Hilfe, die angeboten wird. Und wenn mir das natürlich irgendwas erleichtert, dann nehme ich das auch gerne an.